So, jetzt haben wir den ganzen technischen Bereich. Schwenkt man nochmal rüber zum Torben, der eigentlich nur dafür darauf aus ist, dass er eine vernünftige Strömung in seinem Becken drin hat, in seinem kleinen Becken da. Du hast jetzt zwei Stück von diesen Einheiten verbaut bei dir. Die eine sitzt, glaube ich, vorne rechts und die andere hast du hinten links versteckt. Ist das richtig? Nein, Quatsch. Jeweils links und rechts neben der Scheibe. Das ist jetzt die neueste Anordnung. Da kann man sie nicht sehen. Hinten rechts und hinten links konnte ich sie sehen. Und bislang funktioniert das so ganz gut. Wenn die Korallen größer werden, müsste ich vielleicht nochmal sehen, ob ich dann nochmal eine zusätzliche Pumpe brauche. Aber erstmal sollte es so weiterlaufen. Womit du mir gerade das Stichwort für den nächsten Part gibst. Korallen. Wir sehen, oder ich blende mal eben das aktuelle Bild ein und sehen ein Becken, was wirklich, ich sage jetzt mal, mega von der Bestückung her jetzt schon aussieht, ohne dass man jetzt sagt, es ist Wachstum da, hast du ja gesagt, es fängt an. Aber wo hast du die ganzen Korallen her? Die Korallen habe ich selber gezüchtet, alles, was von mir im Becken überlebt hat. Überlebt hat, okay. Wurde geschreddert und aus einer Milka wurden 100 und ich hatte ein paar tausend Ableger. Ich habe mir wirklich ganz kleine gemacht, das waren, in Englischen sagt man immer gerne Sticks, also das ist wirklich ganz kleine Dinger und als ich sie, ich hatte dann nachher keinen Platz mehr in der Korallenanlage, die wuchsen alle zusammen. Da bin ich dann angefangen und habe dann auch mein Technikbecken, das ist irgendwie 2x2 Meter oder 2x1,50 Meter, ein 2000 Liter Becken damals. Da habe ich auch noch neben den Abschäumer habe ich dann noch Billigtrasterplatten gelegt und auch alles voll mit Korallen gemacht. Und selbst zwischen den Abschäumerpumpen und dem Buddy habe ich Korallen gestellt. Ne? Das kam nicht mehr so viel Licht an, da musste dann die LPS stehen. Also das wurde damals schon alles sehr, sehr eng da bei mir. Und ich hatte immer noch Angst, dass ich zu wenig hatte. Und es stellte sich nachher dann doch raus, dass es zu viel war. Ein wenig, ja. Also, haben du hast alle diese Angst, dass wir zu wenig haben. Ja, okay, aber er ist, ich sag jetzt mal ganz doof, er ist ja jetzt hingegangen und hat tatsächlich das Grundprinzip fürs Epo-Reef versucht umzusetzen, so viel und so schnell wie möglich natürlich zu besetzen, um Umsatz ins Becken reinzukommen. Womit wir dann auch natürlich zum nächsten Punkt kommen. Dein Versorgungssystem. Wie versorgst du diesen kleinen süßen Tank? Also ich mache Balling und zusätzlich setze ich noch Sanguine-Produkte ein. Mhm. Also mit Basic A und B. Und wenn ich mit den Nährstoffen zu niedrig bin, dann auch noch Complete oder Komplex. Ich verwechsel das immer. Eins von beiden. Und ich habe mir, das muss ja auch mal günstig sein bei mir, ich habe mir drei IBC-Container geholt, 600 Liter jeweils. Okay. Und habe obendrauf einen 1000 Liter IBC gestellt. Oben in diesen 1000 Liter, da wird das Osmosewasser vorbereitet und erwärmt. Und je nachdem, wenn meine Ballingflüssigkeiten mal gerade leer sind, dann kann ich von oben die 600 Liter runterschießen lassen. Und während ich die 600 Liter von oben runterlaufen lasse, kippe ich dann meine 25 Kilo Säcke rein. Und das ist dann schon sofort aufgemischt. Also ich habe die 600 Liter habe ich in 2 Minuten fertig angemischt. Krass. Das ist sehr einfach, günstig und schnell. Mhm. Wie transportierst du das ins Becken? Welche Technik nimmst du im Endeffekt dafür? Ich habe da die großen Pumpen von Reef Factory. Ich weiß nicht, welche Leistung die haben, aber der Schlauch ist so klein fingerdick. Das sind die großen Förderpumpen von denen, also sprich diese Riesenklötze. Das sind schon Staubpumpen. Ja, ja, genau. Die großen Peristaltikpumpen von denen. Ja, genau. Die konnten diese Literzahl leisten und ich sag mal, das sind ja auch keine Mengen. Ich glaube, ich fülle so um die, mittlerweile bin ich bei 10 Liter KH-Flüssigkeit, die ich da einbringe am Tag. Hast recht, das ist keine Menge. Ja. 60 Tage reicht mein Kanister. Wow. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich mit meinen ATI Essentials liege momentan bei 120 Milliliter am Tag bei meinem 500 Liter Becken und der knallt dann mal eben 10 Liter am Tag rein. Also das, was andere dann über Monate wird sich ansetzen. Das ist schon heftig. Also das sind definitiv Dimensionen hier, die
Ja, die man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen muss. Ja. Brauchst du das denn eigentlich? Nein. Die Frage hat sich jetzt schon mal gestellt. Ich glaube, ich fand das, ne? Ja, aber noch nicht auf Video. Ich bereue ziemlich viel im Leben, aber das ist das Erste, was ich vielleicht noch nicht so bereut habe. Ja, es ist ja natürlich also, auch ein Mega. Sonst alle, die man fragt, die so Riesenbecken haben, da hört man dann ganz oft, hey, ich will ein großes Becken bauen, was hältst du davon? Das ist... Ja, ich sag mal, man... Also, ich muss ehrlich sagen, Alex, wenn ich gleich am Anfang angefangen wäre mit so einem Becken, das wäre auch nichts geworden. Also ich bin jetzt 10 Jahre dabei, ich weiß ganz genau, ich habe ein kleines Becken gehabt, 720 Liter ist kein kleines Becken, also das ist auch ein großes Becken. Bin dann ins Große gewandert, ins sehr Große eigentlich schon mit 5500 Liter Becken und ich habe das 5500 zweimal umgebaut. Also einmal hatte ich unten drunter schön Dreambox und alles und das wurde mir irgendwann zu nervig, dann haben wir in unseren Nebengebäude 40 Meter Leitung gelegt, 125 Millimeter Rücklauf und 60 Millimeter Zulauf und haben das im Boden isoliert mit Paneelen, einen Kanal gebaut, unterm Haus gebuddelt, um da die Wasserleitung reinzukriegen und die Zuleitung, also das war schon sportlich und das war schon schön, wenn man seinen eigenen Raum dann draußen hatte. Also ich weiß schon, was beim Handling mit solchen Becken, was gut ist, was schön ist, was einfach geht. Und ich glaube, das habe ich jetzt auch so umgesetzt, dass man alles direkt neben dem Becken hat. Ganz kurze Wege, ganz kurze Leitungen und möglichst wenig Klimbim, möglichst wenig Pumpen. Alles, was mit Pelletfiltern, alles raus, Kaltreaktoren, alles, wo zu viel Klimbim, wo Technik dran ist, möglichst alles rausschmeißen. Also ganz wenig Technik und gute Technik daneben, dann hat man es einfach. Ja, damit wir dann jetzt zum nächsten Punkt auf meiner virtuellen Liste kommen. Du hast ja diesen süßen kleinen Abschäumer im Nebenraum stehen von New Wave. Den hast du von New Wave, Moment, wo kam der ursprünglich her? Der kam aus dem Delfinarium, ne? Genau, also ich habe es nicht mehr gesehen, ich sag mal 10, der hatte 10 oder 15 Brüder. Florian hat mir das erzählt, der musste diese 15 oder 10 Stück abbauen und zwei wollte er nicht wegwerfen. Da hat er gesagt, zwei müsste ich irgendwie behalten und einen habe ich gleich gekauft, einen hat er glaube ich noch stehen gehabt und der war 30 Jahre alt und mit zwei neuen Abyss-Pumpen läuft der sehr gut. Also am Anfang hatte ich so ein bisschen Probleme, aber jetzt macht er ein hervorragendes Schaumbild. Waren keine Nährstoffe im Wasser, ne? Der kriegst du es auch nicht vernünftig hin. Oder ja, was nicht drin ist, kann man nicht rausholen, ne? Muss man jetzt auch mal so sagen, ne? Ja. Zwei neue Abyss-Pumpen. Ja, das dauert ja aber auch, bis sich, ich sag mal, so viel Schmutz in so einem Becken ansammelt, ne? Also wenn man sich überlegt, weil selbst wenn du aus einem 5 Kubikmeter Becken kommst, die Wassermenge im Verhältnis zum Gesamtlebendgewicht der Tiere, die da drin ist, dann ist natürlich plus, wenn du noch mehr Korallen drin hast. Also du brauchst ja im Prinzip kaum noch einen biologischen Filter. Wenn du ausreichend Korallen im Becken hast, dann machen die das schon alles. Genau. Dann bleibt da nicht mehr viel über. Ja. Und so bin ich natürlich auch vorgegangen. Ne? Also wenn man anfängt, dann setzt man eine Koralle rein und 100 Fische. Und dann hast du natürlich gleich wieder Probleme. Phosphat, Nitrat und dann hast du Arbeit, kostet Geld. Ja, aber wenn du ein paar Jahre dabei bist, dann hast du auch die Ruhe und sagst, komm, wir machen die Korallen rein, die Fische rein und ich bin jetzt auch wieder ein Freund davon, ich möchte nicht so viele Fische sehen. Also ich möchte da nicht immer so einen riesen Pulk an Fischen haben. Also mir ist es lieber, wenn man nicht alles oder wenn man weniger Fische drin hat. So muss ich es eigentlich sagen. Das hätte ich am Anfang auch nie behauptet. Ich wollte eigentlich nur Fische halten. Die Korallen kamen eigentlich nur, weil ich bei Norbert ein sehr schönes Becken gesehen habe. Und dann dachte ich, Mensch, Korallen müssen wir jetzt auch noch mit rein. Also das 5500 Liter Becken war tatsächlich geplant ohne Korallen. Okay. Sonst braucht man so ein großes auch nicht. Und ja, dann mussten da Korallen noch mit rein, weil es einfach schöner aussieht. Und mittlerweile ist man so lange im Hobby, da weiß man eigentlich, egal welche Korallen du drin hast, ob es weiche, LPS oder SPS ist, aber ein Becken sieht erst gut aus, wenn es voll ist. Egal welche Korallen, spielt gar keine Rolle. So, und alles andere, wenn man nur auf die Steine guckt, dann können die Fische noch so schön und so bunt sein, die schwimmen in der Mondlandschaft. Mhm. Und das macht das Hobby irgendwie aus. Das braucht man aber natürlich auch eine Zeit, um das, da macht man eine persönliche Entwicklung durch bei sowas. Ne? Das ist, glaube ich, ganz normal. Ne?
Ja, okay, man hat dann entwickelt seine eigenen Vorlieben, die man gerne hätte. Natürlich, du bist ein großer Fischfan, bist auch ein Fan von Paarhaltung, die natürlich jetzt in so einer Pfütze sehr gut zu realisieren sind. Und das funktioniert ja auch sehr gut bei dir. Besonders Kaiser. Also ich mag am liebsten Kaiserfische, deshalb ist auch damals das Becken 5.500 Liter Becken geworden. Ich wollte Imperator halten. Und da sagte das Meerwasserlexikon 5.000 Liter. Und Torben hat gesagt 10% Reserve. 5.500. So bin ich zu 5.500 gekommen. Ne? Du hattest Ich aber wollte ja auch zudem. mehr als einen halten. Richtig? 5.000 pro Fisch. Nehmen wir zwei. Ja, okay, im Keubereich sagt man, okay, bis 10.000, ab 10.000 Liter und jeder weitere Fisch nochmal 1.000 Liter extra nach Möglichkeit. Ob man sich dran hält oder nicht, ja, okay. Aber Die bei. Grenzen sind, das ist ja, bevor da jetzt sich vielleicht wieder jemand beschwert, aber die Grenzen macht ja doch schon jeder auch irgendwie für sich selber. Ne? Das Also ist ich habe richtig. mittlerweile schon so viele Becken jetzt gesehen bei Leuten, wo ich manchmal auch hinterfrage, so muss das sein, dass der Fisch jetzt vielleicht in dem Becken drin ist. Auf der anderen Seite wird er ja viel reißerisch, dann, also gerade auf YouTube hat man das dann regelmäßig, dass dann irgendwas auseinandergenommen wird, weil irgendeiner irgendwo einen Fisch gesehen hat. Und ganz oft gehen solche Fische ja auch dann in öffentliche Aquarien oder werden weitergereicht. Ne? Viele Tierhalter lassen die groß werden und dann geben sie sie weg. Ne? Wenn du halt so eine Nase hast, der irgendwie 60 Zentimeter ist, dann wird es halt schwierig mit dem eigenen Becken. Also ich meine, das geht halt bei dir gerade noch so, aber selbst da könnte dann auch schon der eine andere argumentieren, naja, der macht zweimal hin und her und dann ist er durch so ein Becken durch. Ne? Ja. Aber ich finde, solange man noch Hühnchen ist, kann man sich darüber nicht beschweren. Also ich habe mal zwei Flamingis in so 5-6, also Naso-Flamingi, ausgewachsen in so 5-6.000 Liter Becken gesehen, im Zoo. Also war ein ganz, ganz trauriger Anblick, muss ich sagen. Also das guckt man sich nicht gerne an. Ne? Das hat auch nichts damit Ästhetik zu tun. Also es geht nicht mal allein, auch natürlich hauptsächlich um das Tierwohl, nenne ich es jetzt mal, aus Fischwohl, sondern auch ästhetisch ist das nicht mehr. Ne? Also je länger man dabei ist, desto man setzt mehr auf kleine Fische. Ne? Am liebsten nur Antias, Chromis. Natürlich will man auch ein paar große haben, ein paar Doktoren. Kaiser natürlich, oder ich gerne Kaiserfische, aber auch natürlich Doktoren, die das Riff sauber halten. Ne? Ohne die würde es auch nicht gehen. Ja. Also wir haben das gerade gesehen auf Natur in Dänemark. Wir haben da ein Becken, das ist 30 Meter lang. Und das ist halt schon cool. Und da kannst du halt dann auch mal so einen richtig großen Fisch voll ausgewachsen sehen. Und der kann ja auch richtig mal für ein paar Sekunden Vollgas schwimmen, ohne dass der irgendwo gegenstößt. Also das ist dann schon schön. Ne? Ja. Bei denen geht es halt in die Runde. Und wenn, aber die haben zum Beispiel auch zu wenig Strömung gehabt. Und mit der Strömung kann man natürlich auch viel kompensieren. Die Fische, die stehen da ja auch gerne drin und paddeln dann dagegen an. Und das ist natürlich genauso wie ein größeres Becken haben. Aber wenn man natürlich ein kleines Becken hat und keine Strömung, dann wird es halt auch echt haarig irgendwann, das muss man schon sagen. Kommen wir noch mal eben kurz auf die Strömung zurück, beziehungsweise auf die Steuerung des Ganzen. Also die Ocean Motion kennen wir ja im Prinzip ja, die Steuerung, die wir im Prinzip in dem süßen kleinen Kasten mit der Web-Oberfläche. Ist das die gleiche, Andy? Also das Web-Interface ist tatsächlich die gleiche Software. Der Motor hat natürlich ein bisschen mehr oder braucht ein bisschen mehr Strom als jetzt die kleinen, klar. Muss der Hamster ein Aber bisschen die schneller Steuerung laufen auf dem Dach, ne? natürlich, ja, ist das gleiche. Also es ist übernommen und es ist halt ein bisschen in der Elektronik ein bisschen geändert worden. Damit es Und besser, ja. damit es dann abgestimmt auf dem Motor ist, aber tatsächlich die gleiche Genau. Steuerung. Wie hast du das jetzt im Endeffekt eingerichtet, Torben? Ich sag mal vom Strömungsbild her oder vom Strömungsverhalten. Wie ist der Plan? Also nach Rücksprache mit Alex und auch mit Rücksprache mit Jörg Kokott. Also der mag es nicht, wenn die Pumpe ununterbrochen schwenkt oder beide nicht. Die sagen, es muss sich ein Strömungsbild aufbauen können und man muss sie länger an einer Stelle laufen lassen. So, und ich sag mal, nach Viertelstunde oder 10 Minuten, dann hat man so einen gewissen Kreislauf und dann ist auch erstmal die maximale Strömung erreicht oder was die Pumpe denn kann.
Und diese zwei Pumpen, die laufen jetzt nicht parallel zueinander, sondern die haben unterschiedliche Zeiten, wo die sich verändern. Die haben jetzt vier Positionen jeweils, die sie durchs Riff beströmen. Und ich will dann immer nicht direkt eine Riffsäule treffen, sondern schieße dann immer zwischen den Riffsäulen durch. Mittlerweile bleibt es auch stehen. Ja, okay, sind da genug Korallen jetzt drauf mittlerweile. Das Grundgewicht wurde erhöht. Ja, 400 Kilo in 34.000 Liter, die findet man auch nicht so schnell wieder. Ne? Mhm. Die zwei Pumpen, ich habe jeden Tag sehe ich das, dann freue ich mich immer. Das ist ein Tornado im Becken. Also da wird vom Boden alles aufgesogen und nach oben geführt. Also das ist gewaltig, wenn da gerade so diese beiden Strömungspumpen da treffen. Da wird wirklich alles vom Boden an der Stelle aufgesogen, in die Wassersäule transportiert und kann dementsprechend dann auch wieder abtransportiert werden. Entweder durch den Abstäuber oder durch den Fließfilter bei mir. Okay, womit wir dann jetzt nochmal so ein kleines bisschen Richtung Technik gehen. Wir haben einmal den schönen süßen Abschäumer, der noch zusätzlich durch zwei neue Pumpen von Abyss optimiert wurde. Was ist an den Pumpen Besonderes, Alex? Ursprünglich wurden diese Abschäumer, ich glaube, mit 2x1,6 kW Pumpen beschrieben. Das war so, als die Abschäumergröße rauskam. Nice. War das halt so das Maß der Dinge. Und der erste, der dann auf, also dafür gesorgt hat, dass unsere Pumpen eigentlich auch da reingekommen sind, war der Jürgen Bendel. Der hat nämlich gesagt, er möchte den Abschäumer, hat ja auch einen der Größe, 800 Durchmesser. Der möchte den gerne mit 4 A400 betreiben und hat dann ein bisschen gegen den Widerwillen des Abschäumerherstellers ankämpfen müssen, aber hat dann gesagt, naja, also er will das haben, wenn die das nicht machen wollen, dann kauft er halt andere Abschäumer. Und so kam das, dass wir da reingekommen sind. Und dann lief der Abschäumer halt mit 1600 Watt, also mit der Hälfte wie vorher. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, das macht richtig was aus. Ich meine, das sind dann bei aktuellen Strompreisen schnell mal 4.000 Euro im Jahr. Dann hast du also die Pumpen nach anderthalb Jahren alle wieder raus. Das ist schon erheblich. Und dann kam eben so die Entwicklung mit der nächstgrößeren Pumpe, mit der A1200. Die hat einfach in dem Arbeitsbereich, an dem Abschäumer, einfach noch einen besseren Wirkungsgrad. Beziehungsweise, man muss sagen, sie ist dann auch günstiger als vier andere Pumpen. Also die kann so viel mehr. Ja. Und ich brauche halt eben auch da wieder nicht vier Pumpen warten, sondern nur eine. Also die Wahrscheinlichkeit, dass was ausfällt, ist natürlich auch viermal so hoch, wenn du vier Geräte hast und nicht nur ein Gerät. Insofern haben wir das dann dahingehend nochmal optimiert, haben die für den Abschäumerbetrieb nochmal optimiert, dass es ein bisschen mehr Gegendruck macht. Oder mehr Durchfluss bei mehr Gegendruck. Naja, und jetzt läuft der Abschäumer ja, weiß nicht, was hatten wir letztes Mal eingestellt, wie viel Watt läuft der jetzt? 18. Ja, und wie viel Leistung das war? Ich glaube, irgendwie 800 Watt oder 700 Watt oder irgendwie sowas. Ich müsste jetzt aufs Handy tippen und nachgucken. Ich habe es mir alles ganz genau aufgeschrieben. Neulich wurde ich nochmal gefragt, also es war gewaltig. Ich glaube, wir waren bei 42.000 Liter, die da durchgehen. Und ich glaube, das sind irgendwo 800, 840 Watt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist wirklich dann auch schon eine Nummer. Und, was eben auch cool ist, also ich meine, abgesehen muss ich ja eben über die Pumpen nochmal schwärmen, aber alle anderen Pumpen rosten eben. Und du konntest den Abschäumer nicht in einem Technikbecken einbauen. Das ist ja jetzt auch so ein Punkt. Bei Torben steht der Abschäumer ja quasi auch in dem Technikbecken drin. Und die Pumpe kann direkt im Technikbecken mit dabei stehen, da gammelt halt nichts. Also man hat alles in einem geschlossenen System. Wenn das da mal irgendwie ein bisschen tropft oder man was auseinanderbauen muss, dann flutet man halt nicht gleich irgendwelche Kellerbereiche oder irgendwelche Wohnzimmer. Das macht das natürlich auch von der Wartung und vom Service her total einfach. So, dann haben wir jetzt die Abschäumerpumpen. Was haben wir als Rückförderung da laufen im Umlauf? Er lächelt schon. Was haben wir für eine Rückförderpumpe? Ja, auch eine A1200. Auch eine A1200, glaube ich. Oder zwei sogar? Nee, eine. Zwei, ne? Eine, ja. Also wir haben eine zu A1200 am Abschäumer und eine A1200 als Rückförderpumpe. Und eine A200, und die ist nur für die Luftansaugung. Alex, erzählst du mal bitte weiter? Nur Luftansaugung? Ja, genau.
Also da ist quasi der erste Abschäumer gewesen, den wir so auf die Art und Weise umgebaut haben. Und zwar kann man natürlich über die regelbare Pumpe die Abschäumerleistung ja eben beeinflussen. Nun ist es aber ja so, dass auch ein Injektor oder eben auch ein Nadelrad nicht in jedem Arbeitsbereich gleich gut performt und das richtige Luft-Wasser-Verhältnis und so weiter ranzieht. Also das muss man einerseits separat einstellen. Bei den öffentlichen Aquarien haben wir dann immer das Problem gehabt, wenn jetzt irgendjemand dann mal rumdreht und will den Abschäumer einstellen, verändert der auch gleichzeitig die Ozonansaugung damit. Weil ja gegen der Unterdruck, den der Ventolin zum Beispiel produziert, ist ja eine Funktion der Fließgeschwindigkeit vom Wasser in den Ventolin. Und verändere ich natürlich auch den Unterdruck und das beeinflusst dann wiederum das ganze System. Gerade wenn mehrere Abschäumer hintereinander hängen oder zusammen verkabelt sind, dann werden die meistens durch einen Ozongenerator betrieben. Und wenn einer jetzt mehr zieht, kriegt der natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis von Ozon und Luft, als der Abschäumer, der daneben steht. Und um das alles so ein bisschen zu eliminieren, haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine A200 mit einem kleinen Injektor, die ausschließlich dafür sorgt, dass ein Ozon-Luft-Gemisch eingeblasen wird. Und wenn ich jetzt die Abschäumerleistung verändere mit der großen Pumpe, also ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Wasser, die ja einstellen, verändere ich aber überhaupt nichts an der eigentlichen Ozonansaugung. Die bleibt nämlich dann gleich. Die stellt man einmal so richtig ein. Es wird auch immer gleichzeitig noch Luft eingezogen, wenn man halt keine zu hohe Ozonkonzentration hat. Funktioniert bislang gut. Ich meine, das ist jetzt natürlich auch so ein Ding, da müssen wir dann ja mal langfristig schauen, wie sich das dann auswirkt. Also um es jetzt mal kurz zu erklären, ihr habt eine einzige Pumpe, also sprich die A1200, die nur dafür sorgt, dass das Wasser in den Abschäumer reinkommt und da durchgedrückt wird. Ja, und aufgeschäumt wird. Da ist auch ein... Das macht sie auch. Das macht sie auch. Also die fördert und schäumt gleichzeitig. Okay. Und dann noch zusätzliches Luft mit Ozon, was dann halt über die A200 gesteuert wird, um eine gleichbleibende Menge an Ozon da dann dementsprechend reinzukriegen, ohne jetzt, wenn die eigentliche Abschäumerleistung verändert wird, da eine Veränderung zu haben. Ja, genau. Also die saugt auch quasi nicht aus dem Technikbecken an, sondern die wird aus dem Abschäumer, aus dem unteren Bereich, zieht die Wasser wieder an und pumpt es dann wieder rein. Ist also quasi wie so ein Closed Loop in dem Abschäumer drin. Und da stellt man dann einmal seinen Ozonwert, also seine Ozonmenge ein, mit der entsprechenden Luftmenge dazu. Und das wird unverändert oder bleibt unbeeinflusst von der Leistung, die man sozusagen insgesamt durch den Abschäumer durchdrückt. Es ist natürlich schon heftig. Ja. Ist ja auch eine ganz andere Grundtechnik. Vom Aufbau her, von der Größe her, als wie die kleinen Gerätchen, die wir da bei uns in unseren Technikbecken haben. Ja, gut, aber da sind wir wieder an dem Punkt. Du kannst das natürlich, also darum könnte ja auch, sagen wir mal, so eine Batterie von 20 Hobbygrößen Abschäumern da reinbauen und sich dann die Hälfte des Tages damit beschäftigen, 20 Abschäumer sauber zu machen. Ich wollte es gerade sagen. Das kostet einfach mehr. Ja, vor allem wird es wahrscheinlich im Endeffekt nicht nur mehr Kosten, sondern auch mehr Dauerkosten haben in Sachen Strom. Also tatsächlich ist dieser große Abschäumer mit den aufgewerteten Pumpen jetzt effektiver als, ich sage jetzt mal, anderes, kleineres Material, was man zusammenschalten könnte. Grundsätzlich ist das sowieso so, dass umso größer ein System ist, und dabei ist es egal, um was es geht, aber umso größer ein System ist, umso effizienter kann man es bauen. Das ist schon mal immer so eine Grundsatzgeschichte. Also auch bei Motoren ist es genauso. Ne? Also man kriegt auch sehr große Asynchronmotoren, die einen sehr guten Wirkungsgrad haben. Das geht eben nur, weil sie besonders groß sind. Mhm. So, und das ist beim Abschäumer nicht anders. Also mit ganz vielen kleinen Abschäumern geht es halt irgendwann auch nicht mehr. Wie gesagt, und es kommt ja auch dazu. Man muss ja Arbeitszeit reinrechnen, man muss Energieverbrauch reinrechnen, Wartung. Es gehen ja auch Sachen kaputt. Also, ne, wenn du 10 Abschäumer hast, gehen auch 10-mal mehr Pumpen kaputt. Das darf man nicht vergessen. Die müssen dann repariert werden oder ausgetauscht. Und weil das ist ja immer noch so, dass bei billigen Pumpen wird ja eben nichts repariert. Das geht ja in die Tonne und dann kommt eine neue. Ja. Und das ist ja dann auch nicht irgendwie zielführend. Nee, nicht wirklich. Und, ist zwar unser Becken schön sauber, aber dafür ist dann noch mehr Mikroplastik im Meer. Also, schwierig.
Ja, ich gucke gerade hier so ein kleines bisschen auf die Uhr. Wir sind mittlerweile, wenn nicht noch länger dran. Also ich glaube, wir haben so knapp 50 Minuten jetzt schon durch. Aber